Bei den Serien Reactions kann ich euch logischerweise kein Bildmaterial zeigen, bedeutet, ihr habt jetzt hier nur meine Facecam mit einem vorwärts- und einem rückwärts laufenden Timer, müsst das Ganze also auf einer Seite eurer Wahl oder mit eurer DVD, Blu-ray, whatever, connecten, synchronisieren und dann könnt ihr das Video genießen. Kuss. Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem Kanal und zu einer weiteren Folge von Haus des Geldes, Leute. Wir fangen finally an mit Staffel 4, Folge 1. Es hat jetzt sehr, sehr lange gedauert. Es war von verschiedenen Gründen abhängig, hauptsächlich aber, also erst einmal, ich hab in den ersten, die ersten zwei Wochen nach Release habe ich es vercheckt und dachte dann, okay, jetzt starten wir. Ich habe extra nichts gesehen, weil ich dachte, okay, ich warte drauf, bis ich richtig gehypt war. Hatte irgendwie die ersten ein, zwei Wochen nicht so einen Turn und dachte dann, okay, jetzt let's get it. Dann bin ich aber, ich möchte eigentlich noch nicht zu viel verraten, weil es gut für die zweite Staffel, für die nächste Staffel steht, dass wir da etwas organisieren können. Aber ich war in Gesprächen mit einer Person, die an Haus des Geldes mitwirkt, sage ich mal so. Und ich war in Gesprächen, dass man da irgendwas organisieren kann, dass man da irgendwas starten kann zusammen und irgendwas für euch organisieren kann, so im ganz Groben. Auf jeden Fall, ich war im Gespräch mit einer Person von Haus des Geldes, sagen wir es mal so. Es hat im Endeffekt leider alles nicht so geklappt, wie ich dachte, was auch gar nicht schlimm ist. Ich bin auch absolut nicht sauer und es ist völlig in Ordnung. Aber die Person meinte, es sieht vielleicht ganz gut aus für die nächste Staffel, dass man da irgendwas auf die Beine stellen könnte. Nichts Großes, nur was ganz Kleines, aber ich denke, das wäre für euch extrem cool, es wäre für mich extrem cool. Von daher diese kleine Verzögerung, weil wir da irgendwie über anderthalb Wochen, glaube ich, auch noch jetzt Gespräche geführt hatten und ich irgendwie geguckt habe, was man machen könnte, was vielleicht cool wäre. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ja, deswegen jetzt diese kleine Verzögerung. Dann hatte ich die letzte Woche meinen PC ausgenockt. Vielleicht habt ihr aus Instagram mitbekommen und deswegen kam jetzt die letzte Woche auch kein einziges Video hier auf diesem Kanal, weil mein PC dead war. Kam eins zum anderen, aber jetzt sind wir am Start, Freunde, mit Haus des Geldes. Ich habe Bock. Ich werde auf jeden Fall auch hier diesmal besser und mehr durchziehen als bei der letzten Staffel. Sorry dafür nochmal, Freunde. Aber falls ihr die letzten Staffeln rewatchen wollt, wir haben uns ja die komplette Serie schon angesehen zusammen, Staffel 1 bis 3. Auch für alle, die neu sind, sind ja einige dazugekommen. Ich werde ins E-Mail die Haus des Geldes Playlist packen, wo ihr euch nochmal die ganze Serie mit zusammen ansehen wollt, falls ihr das denn möchtet. Oder auch ein paar Highlights, einfach nur ein, zwei Folgen vielleicht, die ihr gut fandet, mit mir zusammen Revue passieren lassen wollt. War das ein deutscher Satz? Ich denke schon. Also starten wir jetzt mit Haus des Geldes, Staffel 4, Folge 1, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Für alle, die mitgucken, das Recap haben wir geskippt, was vorgeschlagen wurde. Bedeutet, wir fangen jetzt mit der Folge an. Die Folge geht 52 Minuten und 47 Sekunden, Freunde. Wir starten den Timer, wir drücken auf Play. Ich habe vermisst, das zu sagen. In 3, 2, 1, go. Oh. Jungs, ich habe es vermisst. Und Mädels, welcome. Welcome back, Leute. Ach. Einen dicken Spoiler weiß ich leider schon. Ich weiß, eine große Sache schon, Freunde, werde ich später darauf zurückkommen. Boah. Holy shit, Digga. Gänsehaut, Mann. Boah. Krank. Ja, Mann. Ich finde Tokio immer noch fucking geil, Mann. Holy fuck. Look at her. Bruder. Oh, true. Wahre Worte, Mann. Bruder.
fuck. Ey, er denkt immer noch, dass sie tot ist, ne? Bruder. Wo wir einfach aufgehört haben. Ja, Mann. Die letzte Staffel war nicht gut für ihn, Alter. War kein Zuckerschlecken. Es sieht auf beiden Seiten gerade nicht rosig aus, ich sag mal so. Holy fuck, Mann. Das sind keine schönen Bilder, Mann. Holy shit. Bruder. Boah, wie sich das schon anhört allein. Oh. Krass, Digga. Holy shit, Digga. Was für ein Einstieg in die neue Staffel. Was für ein Einstieg. Also, was ich sagen wollte. Ich wurde leider hart gespoilert. Ich werde nicht sagen, was. Für alle, die es jetzt auch noch blind gucken. Also, keine Sorge, ich werde den Spoiler nicht erwähnen. Aber ich sag, für die, die schon wissen, ich weiß, was in Folge 6 passiert. Und das ist halt ein bisschen kacke. Deswegen hatte ich erst gar keinen Turn, überhaupt zu gucken, und habe auf Instagram auch gefragt, ob ich überhaupt diese Reactions machen soll. Weil ich echt abgefuckt war. Aber ihr meintet alle, dass das trotzdem mehr als lohnt, deswegen sind wir jetzt hier. Und bitte schreibt auch nicht in die Kommentare, was in Folge 6 passiert oder so, für die, die es auf blind gucken und vielleicht die Kommentare lesen sollten. Das wäre sehr korrekt.
Ich liebe ihn einfach. Aber genau das ist passiert. Ja, basically die Kontrolle über alles verloren einfach. Es ist gerade, ey, wirklich, the world's upside down, Alter. Bruder, er denkt halt echt, er hat gerade die Liebe seines Lebens verloren. Einfach auf Verdacht reinballern. Because why not? Ey, in seinem Kopf muss gerade so viel passieren. So viel. Krank, Alter. Ja. Immer weitermachen, Mann. Immer weitermachen. Weil wenn sie wirklich gestorben wäre, wäre sie umsonst gestorben, würde er jetzt aufgeben. Er muss alles versuchen, Mann. Nein. Nein. Oh. Och, Bruder, ich dachte, da steht ein Kopf oder so. Aber so ein Bulle ist auch nicht ganz nice, Bruder. Gerade wenn du gerade in sein Territorium reingejumpt bist. Wie Free Willy, Alter. Holy shit. Oh, das wühlt ihn auch noch auf, die Schüsse und so. Oh, smart. Actually smart. Die Frau ist immer noch so eklig, ja? Also. Sag's ihr. Gib ihr. In die Magengrube rein.
By the way, Erektionsstörung ist halt nichts, für man sich schämen muss, aber Leute. Also, alles cool. Immerhin. Ja. Das wird er nicht machen. Er wird machen, was sie sagt. Ja. Zu 100% wird er zu ihr stehen. Oha, hey, hallo, hey. Ja. Oh, shit. Wow. Hey, wait a minute. Oh. Hallöchen. Bruder. Jungs. Bisschen, ja. Ja, gut. Fühle ich. Fühle ich den Punkt von Rio. Aber das ist so mäßig. Okay, wait. Fühle ich, ja. Ich fühle das. Es ist eine komplizierte Geschichte, Mann. Damn.
frei. Oh, wait, wait, Jungs. Hey. 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 Tokio ist halt oft von Gefühlen geleitet, habe ich das Gefühl. Richtig weird, jetzt so reinzuplatzen. True, true. Wie sie einfach so ein komisches Zitat raushaut und keiner es so checkt irgendwie. Ich mag Tokio, Leute. Ich mag es vielleicht ein bisschen zu sehr. Was? Oha. Oh, Hallöchen. Hallo, Herr Professor. Hallo. Ich schon, unter Umständen. Ja, fühle ich. Bruder. Das muss so Horror gewesen sein da drin. Holy fuck. Vor allem, er sieht jetzt ja auch nichts, was außen abgeht. Oh, das muss so creepy sein da drin. Holy fuck. Oh, den Typen mag ich gerne, Mann. Allein bei dem Schnurrbart. Und das sehe ich so gerne. Oh ja, mach das Paket zu. Ja. Oh. Was ist Phase 2, Jungs? Alles, was sie nicht hat, tatsächlich.
Digga, der Typ ist ein fucking Ehrenmann. Der macht immer das, was er machen muss, zur richtigen Zeit so. So close. Es war so fucking close. Ich will der so ein Ding geben einfach. Scheiß auf die, Digga. Scheiß auf die! Scheiß auf die! Scheiß auf dich! Holy shit. Wirklich Ehre, Mann. Fucking Ehre, Mann. Ich liebe den Typen einfach. Oha! Oha, hä? Offroad? Wait. Ist das gerade ein Suicide Squad, Digga? Okay, es möchte. Okay. Es soll so aussehen, als ob der Professor den Unfall gebaut hat, I guess. Ich liebe den Typen. Warte. Ehremann, Digga. Er ist ein fucking Ehremann. Boah, look at him, Alter. Fucking 300.000 IQ, Bruder. Oh mein Gott. Er macht einfach denselben Move umgekehrt. Er denkt, sie ist tot und sie denken, er ist tot. Wobei, er wird nicht dead sein. Aber halt entkommen, aber verletzt entkommen oder whatever. Holy fuck. Fuck, wie gut. Das ist jetzt eine beschissene Situation. Ja. Boomer einfach, Digga.
Wie weird ist diese Situation gerade eigentlich, oder? Fucking weird gerade. Ist doch gar nichts. Ist doch nichts. Nichts. Das Kleingedruckte ist alles nur. Der Typ in Pakistan auch Ehrenmann. Kuss, Kuss, Kuss an den. Oh nein, Palermo, Digga, er macht noch irgendwas Dummes. Er macht irgendwas Dummes. Ich kann nicht mal einen halben Meter richtig schätzen. Krass, Digga. Boah. Bitte zeig das nicht und ich will es gar nicht erst hören. Ich will es nicht hören. Oh. Wisst ihr eure Blut? Ich weiß meine Blutgruppe nicht. Wisst ihr eure Blutgruppe aus dem Kopf? Ich weiß es nicht. Das ist nicht gut, aber ich weiß meine nicht, zum Beispiel, Jungs. Fuck, Mann, ich sollte meine Blutgruppe mal checken lassen irgendwann. Ist, glaube ich, important für solche Sachen. Das ist safe nur ein Bauer. Das ist safe nur ein Bauer. Der Bauer. Oh nee, das ist der andere, der Rattenfänger. Der Rattenfänger. Safe der Rattenfänger. Ehremann. Ehremann. Das ist wirklich Ehremann, Digga. Kuss, Kuss, Kuss an dieser Stelle. Ehrenmann. Oh, ich mag den richtig gerne, aber das ist. Weiß nicht. Ich fühle den sehr.
Oder. Es werden sie ihn erschießen, oder? Sie werden ihn erschießen. Werden sie ihn erschießen? Close, Digga. War obvious. Ist Neymar auch da, Freunde? Wetten abschließen? Fühle ich, Alter. Ich habe ihn vermisst, Mann. It's actually good. It's actually good, Alter. Och Mann, Alter, das ist voll schön. Digga, ich wäre jetzt richtig gerne da irgendwie. Ich wäre richtig gerne da. Das muss eklig sein. Tatjana. Tatjana, Digga. Berlin ist schon immer ein kleiner Creep gewesen. Immer noch meine Meinung, Champagner ist fucking widerlich, Jungs. Champagner ist fucking overrated und eklig, Digga. Real Rap. Einfach Wodka eh ballern, Digga. Scheiß auf Champagner. Oh Gott, ich liebe den Typen. Oh. Ja, Mann, fucking Ehre, Mann. Ich fühle den Typen einfach. Vielleicht nicht die beste Musik, Bruder.
Aber Ehrenmann. So eine unangenehme Stille. Geht Blut spenden, Jungs. Ist gerade eine Knappheit wegen Corona-Mona. Geht Blut spenden. Ist immer gut. Er gibt den gleichen Ding. Er zieht ihn gleich alle. Gib ihm ein Ding, Digga. Ich will das sehen, bitte. Krass. Lol. Ja, was? Er hat's doch verdient, Mann, hey. Er doch nicht. Oh, ich hätte ins Gesicht hätte ich mehr gefühlt. Oh. Er hat sich auch vertan. Er wollte ein gutes High Five geben, so. Hat sich auch vertan, so wie er mit der Blutgruppe. Fehler passieren. Nein, Fehler passieren. Fuck. Denver ist halt zu hitzkopfmäßig drauf auch. Er geht auf drauf ein, das ist das Problem. Fuck. Arthur ist halt so. Na. Boom! Ich habe gerade ein weinendes und ein lachendes Auge, ich bin ehrlich, Jungs. Denver ist halt fucking Hitzkopf und hat sich jetzt drauf eingelassen. Aber ein gutes Ding hätte es auch getan. Ich bin ehrlich. Dann wäre ich befriedigt gewesen schon. Denver ist halt einfach ein fucking Hitzkopf, Mann. Aber Palermo so zu sehen freut mich halt auch ein bisschen so. Was soll ich sagen? Ich kann jetzt ja, also. Das ist ja schwierig. Ausgerutscht. Ja, aus Versehen. Hey. Das wollte Palermo halt erreichen. Palermo, sag ich schon. Das wollte Arturo halt erreichen. Das wollte Arturo halt erreichen. Dass sie ihn eklig findet. Das wollte er erreichen.
Genau das wollte er erreichen. Oh, da war ich gespannt drauf, so. Schlucken Sie es? Und wenn ja, wie, was? Was schlucken Sie? Oder spucken Sie es? Das ist halt auch eine wichtige Frage immer. Suarez. Erst Neymar, dann Suarez, Alter. Okay, gut. Gut. Das haben sie geschluckt, Alter. Hat ihn geschmeckt. Haben sie gut getastet. Das ist voll süß. Ich liebe den. Oh. Oh, guck, guck, ich liebe die Typen, Mann. Oh. Was? Damn, Digga. Ich hoffe, er hat danach die Leute umgebracht, Digga. Alle abgestochen, Digga. Alle abgestochen. Und auch Krieg gespielt mit denen. All dieser Schmerz und diese Trauer ist halt gerade einfach umsonst. Das ist das, was mich so abfuckt. Das ist halt alles umsonst. Alles für nichts, basically. Alles, ja, umsonst, Digga, weggeworfen, so mäßig.
True. Weitermachen. Was? Das kann er machen? No. Nein. Nein, Digga. Nein, wenn er jetzt einfach weggekappt wird. Worst case Szenario, Digga. Warum denn, während sie mitten dabei sind? Warum hätte das nicht passieren können, wenn alles schon fertig ist und sie gerade einfach nur mit dem Professor ein bisschen so ein nices Videocall haben? Warum muss es denn jetzt sein, Digga? Ach, Jungs, Mädels, willkommen, hi. Damn, Alter. Damn. Was eine krasse Folge für für die erste Folge, also was für ein Einstieg einfach. Was für ein Einstieg. Ich habe mich verliebt in den Rattenfänger, Jungs. Ich fühle den Typen. Alter, die Story mit seinem Hund ging mir echt nahe, Alter. Real Talk. Der hat ein gutes Herz, Mann. Und ich hoffe, dass dem nichts passiert, Mann. Weil dann kann ich für nichts garantieren. Das mit Nairobi ist jetzt eine fucking beschissene Situation. Eine fucking beschissene Situation, dass es exakt da aufgehört hat jetzt. Wo es gerade wichtig wurde. Wo es gerade wichtig wurde. I don't know, Alter. I don't know. Ich hoffe, dass der Professor so schnell wie möglich erfährt, dass Raquel noch am Leben ist. So fucking schnell wie möglich, weil diese ganze Trauer und alles andere ist jetzt umsonst. Andererseits wird sich seine Wut aufbauen, weil sobald er weiß, dass sie noch lebt, wird er diese Emotion, die er hatte, bam, 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 gegen die verwenden und richtig reinbuttern, Alter. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn sie zurückstriken werden. Und, ja, Mann. Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt mit der ersten Folge der vierten Staffel von Haus des Geldes. Schaut euch gerne die anderen Folgen an, wie gesagt. Würde mich sehr freuen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann, ja, sehen wir uns bald wieder mit der neuen, mit der nächsten Folge, Folge 2. Bis dahin, Freunde, bleibt fresh, hey, so wie immer. Okay, und.